Moin, hallo. Ja, da bin ich mal wieder. Ich melde mich einfach mal so. Mir geht es nach wie vor ganz gut. Ich habe eigentlich einen verhältnismäßig normalen Alltag. Ich stehe meist zwischen 5 und 6 auf. Es ist bei mir so, ich bin Frühaufsteher. Ich gehe dafür wahrscheinlich auch früher ins Bett als andere. Ja, ich frühstücke mit meinem Mann, der dann um 7 zur Arbeit fährt. Und dann habe ich eine große Hunderunde. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Also wir gehen auch ganz stramm. Ich habe einen großen Hund. Wir sind ganz stramm unterwegs. Ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann bin ich mit dem Hund immer noch mal ein bisschen im Garten. So ein bisschen Ball spielen oder sowas. Ja, und danach geht es dann irgendwie los. Dann, heute ist Montag, da habe ich halt komplett sauber gemacht, gesaugt, gewischt, das ganze Haus. Dann ein bisschen gearbeitet, dann habe ich Essen gekocht, dann Spülmaschine ausgeräumt, so der ganz normale Wahnsinn. Jetzt mache ich das Video. Danach muss ich noch mal ein bisschen was tun, also Arbeit. Ich will noch zu meinen Eltern. Später noch mal eben, die wohnen um die Ecke. Und ja, und außerdem stecke ich ja auch noch in 2 Weiterbildungen. Eine davon ist die Ausbildung, beziehungsweise ja, die Ausbildung zum Stresscoach bei Dr. Sabine Paul. Das ist eine Evolutionsbiologin. Das heißt, eigentlich habe ich die Ausbildung schon gemacht im letzten Jahr, aber jetzt habe ich nochmal die Möglichkeit, das gab es im letzten Jahr noch nicht, jetzt habe ich die Möglichkeit, dafür auch ein Zertifikat zu bekommen und das möchte ich natürlich gern haben. Ausbildung kostet ja auch immer Geld. Und wenn ich dann das mir auch zertifizieren lassen kann, dann möchte ich das natürlich auch machen. Ja, Stresscoach. Stress war für mich in der Vergangenheit immer so ein Thema. Da war ich immer ganz skeptisch mit. Ich dachte immer so, naja, wenn ich nicht krank wäre, dann hätte ich auch keinen Stress. Und dann ist auch die Frage, was ist Stress eigentlich? Für mich, ganz früher, war für mich Stress eigentlich immer nur dieser Zeitstress. So, ich habe keine Zeit, ich bin im Stress. Das habe ich früher mal unter Stress verstanden. Und heute weiß ich, dass es zumindest bei mir, also mindestens noch 2 weitere Arten von Stress gibt. Das ist einmal bei mir der emotionale Stress, den ich bekomme, wenn ich meinetwegen einen Konflikt austrage oder mich, was weiß ich, irgendwas Blödes gesagt habe oder so. Ja, und körperlicher Stress. Also das habe ich lange nicht begriffen, dass mein Körper ja auch Stress hat. Ich bin chronisch krank und mein Körper hat Stress. Den kann ich fast gar nicht beeinflussen. Also jedenfalls nicht akut. Und der macht auch ganz viel. Also aber der emotionale Stress genauso, der macht bei mir auch ganz viel. Und das geht auch zack, verhältnismäßig schnell wie ein Schalter, fast wie ein Schalter. Ja, ich habe dann irgendwann die Sache mit dem Stress habe ich ja immer, oder sagen wir mit der Stressbewältigung, habe ich immer weit von mir gehalten, weil ich dachte, ja, ich bin halt krank. Wenn ich nicht krank wäre, hätte ich diese Probleme nicht mit dem Stress. Und um das Ganze zu lösen, muss ich gesund werden. So war immer mein Gedankengang. Ich habe dann aber doch mal hier oder da probiert, das Ganze irgendwie anzugehen. Ich habe zum Beispiel mal. Das fing irgendwie an mit so Reise durch den Körper, wenn man Schmerzen hat, dass man dann sich gedanklich dahin arbeitet und dann da in diese Stelle einatmet und sowas, dass es vielleicht auch ein bisschen so geht in die Richtung Muskelentspannung nach Jacobsen, das habe ich auch gemacht. Dann ja, so zum Einschlafen, auf Atem achten und solche Sachen, so Kleinigkeiten halt, all das habe ich schon mal gemacht. Dann habe ich irgendwann die Empfehlung bekommen von einem Arzt. Also Feldenkrais, das könnte jeder, auch jemand mit Fibromyalgie, das könnte man machen zur Entspannung. Und ja, das habe ich dann probiert. War hier im Ort ein Kurs, ich bin dahin. Ich muss allerdings sagen, mir ging es zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr schlecht, fast auf die Fibro bezogen. Und ich bin im Prinzip, man kann sagen, heulend aus dem Kurs rausgegangen. Also es war ein Schnupperabend, den ich da hatte und es ging überhaupt nicht. Ich konnte diese ganzen Übungen auf dem Boden liegend, ich konnte das alles gar nicht mitmachen. Und das war auch, also der Trainer hat dann gesagt, ja, so gut es geht, aber das war für mich dann auch frustrierend, dass ich nicht, also den Körper in die eine Richtung und den Kopf in die andere Richtung drehen konnte. Und der konnte das natürlich auch gar nicht verstehen, dass ich da wirklich solche Probleme mit hatte. Und noch schlimmer fand ich eigentlich, dass dann, wenn das Ganze auch noch auf psychischer Ebene dann ablief, also wenn man meinte, man kann das auf psychischer Ebene therapieren. Heute sage ich mir, gut,
In vielen Fällen ist das bestimmt hilfreich und sinnvoll, aber nicht vorrangig, jedenfalls nicht bei mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Fibro habt, wie ihr das seht oder wie du das siehst, wie das bei dir ist. Und ich habe dann lange für mich Ausgleich über hauptsächlich zwei Dinge gefunden. Das ist einmal Musik und Natur. Es ist aber auch nicht so gewesen, dass ich jetzt irgendwie immer in die Musik gegangen, also immer Musik gehört habe, wenn ich Stress hatte. Doch früher habe ich das viel, viel öfter gemacht und irgendwann habe ich das nicht mehr so ausgehalten. Also das war dann so, das war für mich zu emotional. Ich habe in meiner Jugend einen ganz, ganz starken Bezug zu Musik gehabt in mehreren Musikrichtungen. Das hat mich immer sehr berührt, da habe ich ganz viel Kraft draus gezogen und als ich dann so krank wurde, da konnte ich das alles nicht mehr hören. Also ich habe das nicht ertragen, das hat mich so geschmerzt, das hat mir wehgetan. Und die Natur, das war auch immer, ich habe schon in meiner Jugend, da hatten meine Eltern noch einen Hund, mit dem bin ich schon immer gegangen. Und dann habe ich manchmal einfach nur irgendwo gesessen und habe mir diese Natur angeguckt. Und das hat mir auch immer ganz viel Kraft gegeben. Das war für mich ein guter Ausgleich. Aber irgendwann war ich so krank, dass ich auch das nicht mehr konnte. Und ja, zack, irgendwann habe ich das Thema weit weggedrückt von mir. Ich wollte da nichts mehr mit zu tun haben, also mit dem Thema Stress. Ich habe das so akzeptiert und ich wusste auch, ich komme nicht aus dem Stress raus. Mit dieser Erkrankung komme ich nicht aus dem Stress raus. Ich bin auf eure Meinung und auf eure Erfahrung in dieser Beziehung gespannt. Ist euch das auch so gegangen oder geht euch das auch so, dass ihr sagt, ihr könnt nicht entstressen? Also bei mir war das so. Und darum habe ich das weggeschoben. Das ging dann, bis ich zu meiner Ausbildung kam, also die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungscoach. Das Wort ganzheitlich sagt es ja schon, da war natürlich auch, es ist also eine ganzheitliche Ausbildung und auch Stress war da ein Teil der Ausbildung, Bestandteil. Dann habe ich aber so für mich vorher beschlossen, ach, da wurschtel ich mich irgendwie so durch. Ne, man kann ja nicht alles können und alles in allem gut sein. Und die Quittung habe ich dann aber gekriegt, ausgerechnet in dem praktischen Teil der Prüfung. Da war nämlich genau Stress das Thema und ich habe es nicht geblickt. Ich habe, ja, ich meine, ich habe da immer noch eine gute Note für gekriegt, also eine befriedigende, eine 3 war das, glaube ich. Und ich konnte aber mit dem Rest, den ich dann noch an Prüfung ablegen musste, das Ganze gut ausgleichen. Aber es war für mich eine totale Niederlage, dass ich das nicht gut genug gemacht habe, also für mich gut genug. Und ja, ich weiß noch, in dem Abschlussgespräch, das ich dann hatte mit meinen Dozenten, habe ich gesagt, dass ich mich nicht als ganzheitlich bezeichnen werde, weil ich das nicht so sehe, dass ich ganzheitlich leisten kann. Und damit meinte ich natürlich hauptsächlich diesen Bereich Stress, ja eigentlich nur diesen Bereich. Und ja, jetzt mache ich diese Ausbildung und habe mir diese Bezeichnung ganzheitlich inzwischen auch, habe ich die wieder übernommen, so wenn ich mich irgendwo firmiere. Ich bereite jetzt gerade einen Vortrag vor, da kommt das dann auch mit drunter, ganzheitlich und auch Stresscoach. Ich habe zwar noch einen Termin. Also diese Ausbildung ist noch nicht ganz beendet. Die habe ich jetzt noch einen Termin an dieser Woche, aber ich denke schon, dass ich das Zertifikat irgendwie bewältigen werde. Ja, und ich habe dann ja, wie gesagt, das war jetzt die Ausbildung, die ich 2016 begonnen habe zum Ernährungscoach. Da habe ich dann in der Prüfung die Quittung bekommen, genau, da war ich hängen geblieben. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, und zwar Dr. Sabine Paul. Das ist also kein Doktor der Medizin, sondern Evolutionsbiologin. Und die ist, ja, ich kann ihre Themen, ihr Gebiet gar nicht, da bin ich gar nicht kompetent, um das zu beschreiben, aber es ist einfach total spannend. Ich habe mich mit ihr ein, zweimal unterhalten und das ist einfach total interessant. Sie war zum Beispiel bei den Hadza, das ist ein Urvolk, das in Tansania lebt. Das lebt also immer noch unabhängig von der Zivilisation, wie seit Hunderttausenden von Jahren ihr Volksstamm lebt. So leben die immer noch. Die haben jetzt natürlich schon
auch Handel und sowas mit benachbarten Völkern. Und auch da hält die Zivilisation etwas Einzug. Aber trotzdem, es ist einfach, sie war da eine Woche und konnte mir ganz spannende, interessante Dinge darüber erzählen. Ja, und jedenfalls bietet sie eben auch Seminare und Workshops und sowas an und auch für Firmen und Unternehmen. Und unter anderem bietet sie eben diese Stress-Coach-Ausbildung an. Und da habe ich halt gelernt, dass Stress-Therapie nicht nur aus Entspannungstechniken besteht, sondern dass sie eigentlich, wenn es richtig gemacht werden soll, viel früher anfängt, nämlich beim Essen, dass Stress und Essen ganz, ganz eng verflochten ist und viel miteinander zu tun hat und eigentlich Grundlage ist, um überhaupt alles andere dann zu bewältigen. Denn wir wissen alle, bei Stress werden bestimmte Botenstoffe benötigt. Viele von uns Fibros haben zum Beispiel ja auch einen Serotoninmangel und manche haben auch Melatoninmangel. Das sind zum Beispiel solche Botenstoffe. Dopamin gehört dann auch noch irgendwann dazu. Das sind alles weitere. Es gibt noch weitere Botenstoffe, Adrenalin und so weiter. Und die brauchen wir alle für unser Stressgeschehen. Und es ist manchmal so, dass wir da nicht gut ausgestattet sind. Da kann es verschiedene Gründe für geben. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir uns überhaupt generell erstmal mit diesen Nährstoffen versorgen, die wir brauchen, um diese Botenstoffe bilden zu können. Aber das ist so spannend und ich bin so froh, dass ich darauf gekommen bin. Jetzt hat das Ganze für mich ist das die Sache jetzt rund geworden. Und es gibt ja zum Beispiel auch Stressesser. Also das Ganze steht sehr im Zusammenhang. Und ich freue mich darüber, dass ich diese Ausbildung gemacht habe schon im letzten Jahr. Dieses Jahr dann die Wiederholung mit dem Zertifikat im Anschluss. Und ich lerne halt, wie Stress und Essen zusammenhängt, wie man, wie das entsteht, auch durch Essen, diese Stresssituation, also dass man halt nicht mehr so resistent ist, nicht mehr so stressresistent ist. Und natürlich auch, wie man das Ganze dann wieder in den Griff kriegen kann oder auch, wie man das sich generell davor schützen kann, dass man gar nicht so abrutscht. Das ist alles wirklich interessant. Die richtigen Nährstoffe sind also Grundlage, erstmal Grundlage für eine gut funktionierende Stressverarbeitung. Und die Entspannungstechniken, die es so gibt, autogenes Training, Qigong und so weiter, das sind tolle ergänzende Maßnahmen, die einem zusätzlich helfen. Aber erstmal muss das Grundgerüst stimmen, denn sonst kann das andere nicht 100% greifen. Ja, und damit kann ich was anfangen. Das macht für mich Sinn. Und ich habe auch schon einiges ausprobiert und bin ganz begeistert, wie man da noch Maßnahmen und Wege finden kann, was zu tun. Nun ist das bei mir allerdings nicht so, dass ich jetzt großartig stressresistent bin. Ich schaue aber auch, wo ich herkomme, wie es bei mir denn war, denn ich konnte ja nicht mal mehr telefonieren. Es hätte Situationen gegeben, also mit ich konnte nicht mal mehr telefonieren, meine ich. Ich war so fertig, dass ich mich nicht in der Lage sah, ein Telefongespräch mit jemand Fremden zu führen, weil wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann hätte ich nicht reagieren können. Also ich wäre überfordert gewesen, nun entsprechend zu reagieren. Ich wusste, dass ich das nicht mehr kann. Und ich denke, das ist auch schon ein Stressverhalten. Und ja, das sehe ich. Wo komme ich eigentlich her? Wie ist meine Ausgangssituation? Wobei da jetzt natürlich, ich glaube schon, dass mein Essen, so wie ich esse, da schon viel bewirkt hat. Aber toll ist es, dass ich jetzt durch diese Ausbildung für mich selbst auch nochmal Wege gefunden habe, um noch mehr zu tun, als ich sowieso schon tue. Und so kann ich also noch deutlich stressresistenter werden, als ich jetzt schon bin. Und es gibt ja eben auch so Wege, die man gehen kann, um sich zu unterstützen, die ich jetzt auch angegangen bin. Und ja, solche Sachen gehen mir im Moment durch den Kopf. Und mich interessiert natürlich auch, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du Fibromyalgie und kennst du das Problem mit Stress? Ich gehe fast davon aus, weil ich glaube, das hat keiner, der nicht Fibro hat. Also ich glaube, jeder, der Fibro hat, hat auch ein gewisses Problem mit Stress und manche, ich glaube sogar viele, ein sehr ausgeprägtes Problem mit Stress. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht nur diesen Zeitstress, weil Zeit haben viele Fibros. Ich hatte auch lange, lange viel Zeit. Ich habe mir die Zeit genommen. Ich habe nicht mehr gearbeitet. Ich habe mir alles
ich habe delegiert, meine Familie delegiert, um alles Mögliche, damit alles Mögliche bewältigt wird und gemacht wird. Zeit hatte ich genug. Zeit hätte ich gehabt und Zeit war nicht mein Problem. Bei anderen Menschen, ich habe das immer bewundert, die keine Zeit hatten. Das hätte ich mir so gewünscht. Aber bei mir ging es halt nicht mehr. Und mich interessiert, kennst du das auch? Wie war das bei dir oder wie ist das bei dir? Wie stressresistent bist du? Und kennst du das auch, dass Stress Fibrosymptome auslöst? Also das ist so bei mir, wenn ich habe es jetzt ehrlich gesagt lange auch nicht, naja, also wenn ich so in Extremsituationen komme, dann so unvorhergesehene Sachen, meinetwegen ein Streit oder sowas, der so ganz plötzlich einen überrennt und der einem was bedeutet, dann, ja, dann, aber da habe ich jetzt Möglichkeiten für mich, um gar nicht erst so tief zu rutschen. Aber wie ist das bei dir? Kennst du das auch, dass man dann in eine ganz schwere Fibro-Problematik kommt, dass einen das triggert, dass das Auslöser sind für kranke Tage, für Fibro-Tage. Und was ist das bei dir, was dann sowas auslöst? Das interessiert mich. Ich freue mich auf deine Antworten und sage jetzt erstmal bis bald. Mach's gut.